Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu unseren Kurzmeldungen begrüßen. Die traditionelle Seemannsweihnacht mit Lichterfahrt wird am 3. Advent, also am 11. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Wismarer Alten Hafen stattfinden. Die Schiffe im Hafen werden weihnachtlich geschmückt sein und zur letzten Ausfahrt der Saison einladen. Nach einer Andacht auf der mittelalterlichen Kogge Wismara soll die Lichterfahrt in der Wismarbucht beginnen. Organisiert wird die Seemannsweihnacht vom Förderverein Pöhler Kogge. Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Wochen sind in Mecklenburg-Vorpommern offenbar gezielt Radmuttern an Rettungswagen gelockert worden. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass am Wochenende ein Fahrzeug der Rettungswache Friedland, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, betroffen war. Der Rettungswagen sei nicht mehr fahrbereit und habe abgeschleppt werden müssen. Vor 2 Wochen hatte sich ein ähnlicher Fall in Wismar zugetragen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Schönberg ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Am frühen Dienstagmorgen kam der in Richtung Rostock fahrende, mit Farbe beladene Lastwagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben, wie die Polizei Rostock am Dienstag mitteilte. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hilft den Kommunen mit einem 3-stelligen Millionenbetrag bei der Bewältigung der Energiekrise. Dabei handelt es sich einerseits um zusätzliche Hilfen und andererseits um das Vorziehen ohnehin zu zahlender Leistungen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nach einem 5-stündigen Kommunalgipfel am Montagabend in Schwerin deutlich machte. Die Kommunen selbst sollen 50 Millionen Euro aus ihren Steuereinnahmen zahlen. Insgesamt sollen den Städten, Gemeinden und Landkreisen im kommenden Jahr 185 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen als bisher geplant. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen im weiteren Programm.